Moin ihr Zuckerschnecken! Heute quatschen wir kurz über den Transfer von Sebastian Polter zu Schalke 04. Viel Spaß! Der Transfer von Sebastian Polter zu Schalke 04 soll quasi schon durch sein. Die Knappen bezahlen wohl eine Ablöse von knapp 1,5 Millionen Euro und statten den Stürmer mit einem Vertrag bis 2025 aus. Und auch wenn der Transfer wirtschaftlich gesehen nicht allzu teuer war, verstehe ich ihn nicht so richtig. Dass der S04 finanziell nicht so gut aufgestellt ist und ein recht kleines Budget zur Verfügung hat, verstehe ich absolut. Und dass man kein Risiko eingehen will und nicht über seine Verhältnisse einkaufen kann, verstehe ich ebenso. Deswegen hat man auch Leistungsträger aus der vergangenen Saison wie Itakura und Churlinov nicht halten können. Aber meiner Meinung nach haben die Schalker im aktuellen Kader viel, viel größere Baustellen als das Sturmzentrum. Natürlich war schon länger klar, dass die Schalker auch einen Stürmer suchen und Sebastian Polter war nun mal einer von nur 13 Spielern, der vergangene Saison in der Bundesliga zweistellig getroffen hat. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber für mich ist das Problem, dass du mit Torodde, Pieringer und Polter drei recht ähnliche Spielertypen hast. Alle drei sind groß und physisch stark, aber Torodde und Polter zum Beispiel sind sehr, sehr schwach, was das Passspiel angeht. Beides sind Spieler, die du in der Box anspielen willst, damit sie abschließen können, weil das haben sie wirklich drauf, aber ich persönlich hätte eher eine Alternative zu Torodde verpflichtet, anstatt quasi genau denselben Spielertypen. Dazu kommt für mich, dass Torodde bereits 34 Jahre alt ist und Polter mit seinen 31 Jahren auch nicht mehr der Jüngste ist. Und bevor ihr es falsch versteht, mit 31 Jahren bist du noch nicht alt, auf keinen Fall. Aber ich sehe es eher so, dass du in 2 bis 3 Jahren das Problem haben könntest, dass du deinen kompletten Sturm verlierst. Und in dem Alter, in dem die beiden sind, hat Schalke definitiv keinen Weiterverkaufswert mehr. Sprich, du hast wahrscheinlich 2 Stürmer, die ihre Karriere bei dir beenden werden. Und wenn du dann in 2-3 Jahren 2 Stürmer ersetzen musst, ist das definitiv nochmal eine schwerere Aufgabe, als nur einen zu ersetzen. Das Ziel der Schalker ist definitiv der Klassenerhalt. Und das ist auch richtig so. Aber trotzdem ist das, was Schalke aktuell macht, wirklich sehr, sehr kurzsichtig. Zumindest meiner Meinung nach. Man hat einen Schwolo per Laie verpflichtet, womit du wahrscheinlich nächstes Jahr wieder einen neuen Keeper suchen musst und einen 31-jährigen Polter, der dir langfristig gedacht auch nicht allzu viel bringt. Dazu kommt noch Frank Kramer als Cheftrainer, den ich persönlich auch nicht allzu gut finde. Außerdem sind bislang weder Kabak noch Harit verkauft worden, was finanziell auch sehr, sehr wichtig wäre. Deshalb ist meiner Meinung nach der Polter-Transfer nicht so gut, weil ich ihn einfach etwas unnötig finde. Außer Torodde fällt irgendwie längere Zeit aus, was ich ihm natürlich nicht wünsche. Die Gründe sind wie gesagt das Alter und die Parallelen zu Torodde. Aber, und jetzt kommt ein dickes fettes Aber, Ruven Schröder hat seit seinem Amtsantritt auf Schalke vieles, vieles richtig gemacht. Und ich schließe auch nicht aus, dass Ruven Schröder dieses Mal wieder richtig liegt und ich einfach komplett falsch liege, was den Polter-Transfer angeht oder was Frank Kramer als Cheftrainer angeht und so weiter und so fort. Ich würde es mir sogar wünschen, denn für mich persönlich gehört Schalke 04 absolut in die erste Bundesliga. Aber was meint ihr? Seid ihr bislang mit den Transfers von Schalke zufrieden und was haltet ihr speziell von Sebastian Polter? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao ciao.